Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und erstmal zu Beginn des Videos nur das Beste für euch alle für 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und hattet einen schönen Abend. Für mich ist das jetzt irgendwie ein bisschen komisch, das zu wünschen, weil bei mir ist Silvester gerade noch sehr, sehr weit weg. Ich drehe das Video ein bisschen vor. Ich hatte euch aber ja in dem Video vom Dienstag angekündigt, dass es heute den zweiten Teil meiner Jahresfavoriten 2020 geben wird. Am Dienstag waren ja die konventionellen Produkte an der Reihe und heute schnappen wir uns die Naturkosmetik. Und ich muss sagen, mir sind die Naturkosmetik-Jahresfavoriten leichter gefallen als die konventionellen, was ich irgendwie krass finde. Also letztes Jahr hatte ich ja nach Dekorativ- und nach Pflegeprodukten geteilt. Aber ich glaube, dass 2020 für mich ein Jahr war, wo ich echt im Punkto Naturkosmetik nochmal richtig, richtig Fortschritte gemacht habe. Und das freut mich irgendwie für mich auch, dass ich da einfach weiterkommen konnte und ja, paar neue Sachen entdeckt habe. Ich habe jetzt heute tatsächlich, wie auch im letzten Video, nur die Sachen dabei, die ich wirklich in diesem Jahr neu getestet habe. Es gibt so Basics, die sind schon ein bisschen länger immer dabei. Zum Beispiel mein Lieblingspuder von Terra Naturi. Die sind jetzt heute hier nicht am Start, sondern wirklich nur die Neuheiten. Wir starten an mit den Haarprodukten, dann gehen wir zu den Körperprodukten, Gesichtspflege und ganz zum Schluss die dekorative Kosmetik. Und es ist einiges, also starten wir gleich mal los. Im Bereich der Haare habe ich tatsächlich auch nur ein Produkt, weil ich gerade mit Haarkuren so ein bisschen auf der Suche bin. Spülung habe ich mein Lieblingsprodukt und ich habe aber ein neues, ganz, ganz tolles, festes Shampoo im Naturkosmetikbereich gefunden und zwar von Sante. Es werden mehrere Produkte von Sante in diesem Video kommen. Ich sag's einmal, Sante gehört mittlerweile zum L'Oréal-Konzern, falls es für euch ein Grund ist, sie nicht zu kaufen. Dieses feste Feuchtigkeitspflegeshampoo kam 2020 neu auf den Markt zusammen mit einem Glanzpflegeshampoo, das in meiner Schublade auf mich wartet, wann ich das hier aufgebraucht habe. Und ich muss ja sagen, ich bin mittlerweile mit festen Shampoos schon ziemlich erfahren. Ich bin jemand mit einer sehr empfindlichen Kopfhaut und ich muss wirklich sagen, das ist das beste feste Shampoo an Naturkosmetik, was ich je getestet habe. Erstmal riecht es wahnsinnig gut nach so Orange, Mango, super, super angenehm. Also wirklich ganz, ganz toll. Hier steht Mango und Aloe Vera drauf. Es schäumt gut. Es hat als Tensid enthalten Sodium-Kokosulfat, was jetzt nicht das allermildeste Tensid ist, aber was ich gut vertrage. Und ich muss wirklich sagen, trotz der Tatsache, dass so durch die Heizungsluft meistens sich meine etwas problematische Kopfhaut, bedeutet mit Schuppen und mit Jucken und so, eigentlich immer verschlechtert, hatte ich dieses Jahr damit gar kein Problem. Im Herbst, ich fand das richtig, richtig erstaunlich. Ich habe eigentlich nur dieses Shampoo verwendet. Es schäumt gut, der Schaum lässt sich gut verteilen. Ihr habt eigentlich, wenn ihr sozusagen 20, 30 Sekunden mit diesem festen Shampoo-Stück über eure Haare gerubbelt habt, das Gefühl, als hättet ihr normales Shampoo verwendet. Und das finde ich einen ganz, ganz großen Luxus. Ich finde, es hält wirklich, wirklich lang. Also ich bin jetzt gerade so an den letzten Resten, würde ich mal sagen. Aber es ist wirklich unglaublich ergiebig. Ich habe es jetzt lang verwendet und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir machen gleich weiter mit den Körperpflegeprodukten. Und da muss ich euch einmal kurz was einblenden, weil ich es blöderweise vor ein paar Tagen in den Müll geworfen habe. Das ist so ein bisschen eine strange Angewohnheit. Ich hebe manchmal aufgebrauchte Produkte auf, damit ich sie nochmal in die Kamera halten kann. Damit man wirklich sieht, dass ich sie mal hatte. Aber ganz ehrlich, wer meine Videos verfolgt, weiß, was ich benutzt habe. Und ihr könnt es in meinem letzten aufgebraucht Video vom Dezember in live sehen. Es geht um ein Schaumbad von Dresdner Essenz. Ich hatte jetzt dieses Jahr die Nuance leicht und unbeschwert. Da wechseln ja auch so ein bisschen die Düfte und worauf man bei Dresdner Essenz und bei Kneipp auch im Badebereich achten muss, ist, nicht alle Produkte sind Naturkosmetik. Das muss dezidiert draufstehen, zertifizierte Naturkosmetik. Ich hatte jetzt eben diese leicht und unbeschwert Variante, die wirklich ganz, ganz dezent, zart und schön nach Aprikose und so geduftet hat. Ich fand die wirklich, wirklich toll. Ich hatte jetzt auch eine Weihnachtsalternative noch, aber das war so ein Einzelsachet und ich wollte auch von diesen Einzelsachets weg. Ich wollte diese großen Pullen haben, einfach weil da nicht so viel Müll entsteht. Das sind Recyclingverpackungen, das war ein Schaumbad. Das hat eigentlich für mich alles vereint, was ich von einem Badezusatz erwarte. Und dementsprechend war ich damit sehr happy. Ich habe jetzt was Großes von Ecoverde gekauft. Mal gucken, wann Dresdner Essenz einfach eine neue Duftrichtung auch auf den Markt bringt. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf und werde die auch gerne ausprobieren. Und dann machen wir jetzt weiter mit der Körperpflege. Da habe ich einmal zwei Körperbuttern, Cremes so für euch. Ich benutze ja sehr, sehr gerne zum Beispiel das Alverde-Körperöl auch, aber das habe ich einfach schon länger. Und neu für mich 2020 waren diese beiden Produkte. Einmal etwas von Cosnature, sehr, sehr günstig für 2,99 € bei Kaufland und Real erhältlich. Ich sag's jedes Mal, ich habe es aber noch nie gesehen, weil ich nie zu Kaufland oder Real gehe.
Cos Nature, die Körperbutter, Tonkabohne und Karité-Butter. Die hatte ich im Vegan Beauty Basket Weihnachtssortiment von 2019, also wirklich schon lang. Und ich bin ein unglaublich riesiger Tonkabohnen-Fan, deswegen war die für mich ganz toll. Es war aber eine ganz schöne, reichhaltige Körpercreme, wo ich wirklich sagen muss, für 2,99 jetzt ein richtig, richtig gutes Produkt. Ich habe jetzt im Dezember im Prinzip angefangen, die Alverde Skin Food Body Butter auszutesten, aber eigentlich habe ich sie jetzt noch nicht so oft, ich glaube, ihr habt sie in die Monatsfavoriten gesehen, aber so in die Jahresfavoriten wollte ich sie jetzt nicht gleich mit reinnehmen. Kommt dann 2021, wenn sie mir weiterhin gut gefällt. Aber das fand ich wirklich ein ganz schönes Produkt. Einziges Manko, es lässt sich bisschen schlechter verteilen. Ja? Also man braucht ein bisschen Zeit, bis man es eingearbeitet hat, aber das finde ich ist bei vielen sehr reichhaltigen Produkten der Fall. Von daher, für mich kein Problem. Von 3 Euro auf 20 Euro machen wir weiter mit einem Produkt von I+M Berlin. Das ist die Madame Inge Body Mousse. Ich hatte meine damals bei TK Maxx gefunden, tatsächlich für 7 Euro, was ich richtig cool fand. Aber ich muss sagen, das ist auch eins der besten und wertigsten Körperpflegeprodukte, das ich je verwendet habe. Erstmal, Leute, der Duft ist unbeschreiblich. Also ich bin ja normal so ein zitrischer Mensch, aber der riecht so ganz cremig, irgendwie nach Nachtisch so milchig, also super pudrig, total angenehm. Ja. Das ist eine super hochwertige Glasverpackung, ganz schönes Geschenk finde ich auch. Und ich fand sie tatsächlich auch sehr ergiebig. Sie war von der Konsistenz, es steht hier auch nicht Körperbutter drauf, sondern sahnige Körpercreme und genau so war es auch. Also es war wirklich eine dickere Creme, die sich super leicht verteilt haben lässt, die Haut super, super weich gemacht hat und wo ich auch sagen muss, ich habe da den ganzen Tag danach gerochen. Ja. Und das finde ich schon wirklich außergewöhnlich. Also für mich ein super luxuriöses Produkt, das ich mir irgendwann mal, wenn meine Vorräte zur Neige gehen, sicher wieder gönnen werde. Ich war sehr begeistert und kann es auch als Geschenk nur empfehlen. Das finde ich ist so ein perfektes Müttergeschenk irgendwie. Ja gut, jetzt ist Weihnachten rum, jetzt gibt es hier Geschenkideen. Zu spät. So, und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist ein Fußprodukt. Irgendwie habe ich in den letzten Videos öfter mal über Fußprodukte geredet, Fußcremes etc. Aber ich habe mir 2020 eine Fußbutter gekauft von Alverde mit Biolimette und Echinacea. Und ihr seht schon, da ist schon einiges raus. Auch das ist ein ganz, ganz super ergiebiges Produkt, das vom Duft unbeschreiblich lecker ist. Es hat ein bisschen was von gelben Nimm-2-Bonbons. Aber auch irgendwie so ein bisschen was Kräuteriges. Ich weiß auch nicht, ich finde es einen super angenehmen Duft. Es ist eine super schöne Konsistenz. Ich muss mich hier gleich mal eincremen. Könnt ihr bestimmt auch einfach als Körpercreme verwenden. Aber ich habe mir 2020 mehr Mühe gegeben, meine Füße zu pflegen. Und gerade im Sommer, also ich bin so jemand, ich wohne im Sommer in meinen Birkenstocks. Also ich ziehe keine geschlossenen Schuhe an im Sommer, nie. Außer bei der Arbeit, weil da muss ich aber. Ansonsten. Also wirklich ein unbeschreiblich gutes Produkt für den geringen Preis. Ich muss damit wirklich mal meinen ganzen Körper eincremen, aber mir hat es für die Füße, für raue Füße, für so ein bisschen geschundene Füße, ich habe öfter mal auch so rissige Stellen, deswegen pflege ich meine Füße sehr gut und das hat sehr gut dazu beigetragen. Also wirklich absolute Empfehlung von mir. Es gibt noch mehr Produkte aus dieser Serie, auch irgendwelche so Sprays und so, aber ich fand jetzt die Butter irgendwie am ansprechendsten. Wir machen weiter mit der Gesichtspflege und da möchte ich euch auch ein Produkt einblenden, das ich schon im Frühjahr gekauft hatte und dann im Sommer geleert habe, weil ich es ratzeputz jeden Tag verwendet habe, weil ich es so gut fand. Es geht um ein Serum von I+M Berlin aus der Hydroperform-Serie, des Hyaluron-Serum dreifach. Das kam auch neu auf den Markt und ich muss wirklich sagen, ich fand dieses Serum ganz, ganz toll und ich werde es mir auch nachkaufen, wenn meine ganzen Vorräte leer sind, weil ich es wirklich außergewöhnlich gut fand. Das ist ein ganz so milchiges Serum, das eben ganz viel Feuchtigkeit spendet. Und genau sowas erwarte ich mir so von dem Untertagesserum, weil das einfach, ja, es gibt Feuchtigkeit, eure Haut spannt nicht, aber es bleibt keine Konsistenz auf der Haut zurück. Also eure Haut wird dadurch nicht irgendwie beschwert oder das Make-up ist schlechter aufzutragen oder so. Und ich fand das wirklich ganz außergewöhnlich gut. Es ist leider ein bisschen schnell leer gegangen. Und ich meine, so 17 Euro sind jetzt auch irgendwie kein geringer Preis, muss man jetzt sagen, aber ich würde es absolut wieder kaufen, weil ich es wirklich besonders fand. Und gerade für Naturkosmetik, für so ein gutes Hyaluronserum, da bin ich persönlich auch bereit zu investieren. Dann machen wir mal weiter mit zwei Produkten von Sante. Einmal, schon fast leer hier,
die 5-in-1 Tonerde Reinigung und Maske. Sante hat ja 2020 so sein Design ein bisschen überarbeitet und da ist auch diese Reinigung und Maske von der blauen feuchtigkeitsspendende Serie in die grüne Serie für Mischhaut gewandert mit Bio Grapefruit und Evermatt. Ich habe davon auch die Creme schon getestet, habe sie auch nochmal Vorrat, finde ich super gut. So sieht das Produkt aus und die Peelings von Sante, also ich benutze es im Prinzip als Gesichtspeeling unter der Dusche, zeichnen sich dadurch aus, dass die ganz, ganz feinkörnig sind. Also das ist wie so ein, wie Sand. Es gibt auch so eins in einem Sachet von Sante. Das finde ich auch super gut. Ist halt nur so, dass man dann jeden Mal den Verpackungsmüll hat. Deswegen wollte ich gerne eine größere Verpackungseinheit haben. Und ich finde das richtig, richtig gut, weil man nicht so ein grobkörniges Peeling hat. Und ich finde, das verträgt die Haut auch so jeden zweiten Tag mal. Also meine zumindest. Generell mechanische Peelings ist persönliche Sache, ob man es verwenden will oder nicht. Das wird so ein bisschen verteufelt. Ich für meinen Teil mag den Effekt auf meine Haut sehr gerne und ich benutze auch Sonnenschutz und allem und ich kümmere mich gut um meine Haut. Von daher finde ich es vertretbar. Wirklich ein schönes Produkt, finde ich auch für einen relativ angemessenen Preis. Und dann habe ich von Sante auch getestet ein Micellenwasser. Da muss ich ehrlich sagen, war ich am Anfang von dem Preis, das kostet für 200 Milliliter 6,95, 5,95. Ich blende es hier ein. Auf jeden Fall war ich am Anfang ein bisschen erstaunt über den Preis, aber ich muss sagen, Leute, es ist so ergiebig, unglaublich. Also ich bin jetzt hier und ich verwende das jetzt schon Monate. Ja, ich nehme jeden Abend nur so wirklich ja so eine mandelgroße Menge auf mein wiederverwendbares Wattepad und gehe damit nochmal drüber. Ich mache Double Cleansing, also ich mache erst eine ölbasierte Reinigung. Und das nimmt das Zeug runter. Und danach ist nichts mehr. Ja, also Double Cleansing funktioniert bei mir schon sehr gut. Aber das tut noch sein Übriges. Und ich finde es richtig gut. Ich habe es euch, glaube ich, noch gar nicht eingeblendet. Das ist so aus der Serie von Sante für sensible Haut mit Bio Inca Inchi Oil und Probiotika. Es soll auch Make-up entfernen. Dafür verwende ich es ehrlich gesagt nicht im ersten Schritt. Ja, also ob es da jetzt wirklich alles runternimmt, kann ich euch nicht sagen. Einfach weil ich es sozusagen als zweite Variante verwende. Es ist so, ich finde es sehr mild. Wenn ihr das ins Auge bringt, völlig egal, es tut nicht mal weh. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, was ich mittlerweile mit Micellenprodukten immer mache. Ich wasche sie immer ab, einfach weil auch Micellen Tenside sind und es so ist, als würdet ihr einfach euer Waschgel auf der Haut lassen. Ich mache das auch mit flüssigen Micellenwassern, dass ich danach nochmal drüber gehe. Es gibt auch ein anderes Micellenwasser in dieser blauen Serie, noch nicht getestet, aber das hier hat mir wirklich sehr gut gefallen und gerade also auch die Ergiebigkeit hat mich wirklich beeindruckt. Das ist nicht so flüssig wie Wasser, wie normales Micellenwasser, sondern so ein Tick angedickt, würde ich sagen. Aber gefällt mir super, super gut. So, jetzt möchte ich euch nochmal was einblenden. Und zwar arbeite ich ja schon länger mit Akara zusammen. Die Zusammenarbeit sieht so aus, dass ich kein Geld bekomme, sondern nur die Produkte zum Ausprobieren eben zur Verfügung gestellt. Und da habe ich dieses Jahr ein neues Gesichtsöl ausprobieren dürfen. Das heißt Repair and Glow Face Oil und war so mein Sommergesichtsnachtöl. Also ich benutze nachts eigentlich immer Öl oder ein super festes, reichhaltiges Produkt, einfach weil ich das Gefühl habe, meine Mischhaut braucht es so ein bisschen, die spannt sonst. Und dann, wenn ich über Nacht gut pflege, kann ich über Tags mit leichteren Produkten auskommen, die dann wieder nicht so schnell zum Nachfetten und zum schlecht Aussehen des Make-ups führen. Ich mochte dieses Öl super gerne. Es hat einmal ganz angenehm leicht zimtig gerochen. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so super schwer gewesen. Also ich habe das auch ein paar Mal tatsächlich untertags unter Make-up verwendet. Da hatte ich aber halt gerade irgendwie nichts anderes dabei, außer das. Und muss auch sagen, dass ich damit sehr zufrieden war. Es ist ein nicht ganz günstiges Produkt, aber ich habe auch, man merkt so ein bisschen die Wertigkeit. Also ich habe ja auch zum Beispiel dieses Alverde Wildrosengesichtsöl aus der Drogerie schon verwendet. Ich finde es super gut. Ich finde es für den Preis absolut angemessen, aber man merkt einen Qualitätsunterschied. Ja, das will ich euch nicht verheimlichen. Und ich finde generell, dass man bei Gesichtspflege schon oft Qualitätsunterschiede merkt. Nichtsdestotrotz müssen billige Produkte nicht schlecht sein. Naja, auf jeden Fall, dieses Öl hat mir super gut gefallen. Ich habe das jetzt nochmal in klein da, worüber ich mich total freue, auch für unterwegs. Und ja, wirklich kein schweres Öl, aber ein ganz, ganz beruhigendes Produkt, das wirklich schön Feuchtigkeit gespendet hat. Was jetzt mittlerweile an dessen Stelle getreten ist und auf meinem Nachttisch steht und meine Nachtpflege ist, ist etwas von der Marke Pure Purpose. Das ist der Green Tea Balm. Den hatte ich aus dem Vegan Beauty Basket und Pure Purpose ist jetzt wirklich keine bekannte Marke. Also man kriegt die in Deutschland, glaube ich, bei einem Online-Shop.
und das ist ein Produkt, das speziell für problematische und unreine Haut konzipiert wurde und es basiert maximal auf Mango-Butter, finde ich eigentlich ganz witzig, und enthält eben auch grünen Tee. Ihr seht, ich bin noch nicht so weit fortgeschritten, auch weil dieses Produkt super ergiebig ist. Also erstmal riecht es göttlich. Ich finde es unbeschreiblich, wie gut es riecht. Also so grüner Tee, man riecht irgendwie so ein bisschen Mango, man riecht aber auch ganz viel, auf jeden Fall ätherische Öle. Da müsst ihr jetzt persönlich wissen, ob ihr das an eure Haut lassen wollt. Aber mir macht es nichts aus. Ich finde die Farbe finde ich immer noch super witzig. Aber es ist einfach so schön für die Haut. Also man nimmt so ein bisschen eine Menge raus, es ist sehr fest und es schmilzt so richtig auf dem Gesicht. Und das finde ich so schön und angenehm. Mein Gesicht ist dann immer super bappig, aber das ist mir eigentlich egal, weil ich gehe ja dann noch schlafen. Und meine Haut fühlt sich am nächsten Morgen so, so weich und gut gepflegt an. Also ich bin wirklich beeindruckt davon. Das kostet auch so 25 Euro. Aber ich bin ganz ehrlich, bin am Überlegen, mir das auch nachzubestellen. Das Problem ist mit YouTube, ja, ich würde mir ganz vieles immer gerne nachkaufen, aber es kommt ja immer wieder Neues. Ich will immer wieder was Neues testen. Es soll ja irgendwie auch auf diesem Kanal interessant bleiben. Und wenn es dann halt Produkte gibt, die ich noch interessant finde, dann kaufe ich halt auch eher mal was anderes als irgendwas nach. Aber ja, eigentlich ist es blöd. Ja, aber ich kann euch trotzdem immer wieder nur die Produkte empfehlen und sagen, ich würde es nachkaufen, wenn ich jetzt vielleicht nicht in dem Ding wäre, dass ich immer wieder halt auch für den Kanal hier neue Produkte testen möchte. Also auch das ein wirklich schönes Produkt und eine Entdeckung über den Vegan Beauty Basket, genau wie das hier. Das ist ehrlich gesagt eine nachgekaufte Tube, weil die Originaltube von diesem Gesichtspeeling ist leer. Das ist von Upcircle, das Face Scrub. Ich hatte, glaube ich, original die florale Variante, jetzt habe ich die Zitrus-Variante und das Besondere an Upcircle ist, dass das eine Londoner Firma ist, die Kaffeesatz recycelt und das als Basis ihres Peelings rausbringt. Es gibt Körperpeelings, es gibt Gesichtspeelings, jetzt habe ich hier sogar zwei Peelings heute drin, die sind super gegensätzlich, also das ist wirklich gefühlte pure Kaffeesatz, den ihr euch ins Gesicht tut und es ist sehr, sehr grob. Also das ist sowas, das kann ich mit meiner Haut vielleicht einmal in der Woche machen, mehr nicht, aber es ist großartig. Das Gefühl, das danach eure Haut hat, ich habe damit aber auch meinen Körper gepeelt, ich bin ganz ehrlich, super, super schön. Es ist harsch, aber nicht verletzend, in meiner Meinung. Wie gesagt, man muss halt immer auch wissen, was man seiner Haut antut. Und es hat dazu geführt, dass ich mir eben wirklich eine Tube nachbestellt habe, in einer anderen Nuance. Und so super billig ist es auch nicht, also es spricht absolut fürs Produkt. Ich habe es einfach nachbestellen müssen, weil ich es vermisst habe. Ich bin ganz ehrlich. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ich hatte ja 2020 einen großen Naturkosmetik-Maskentest gemacht, viel auch von Luvos, ganz viel davon ist aber mittlerweile auch irgendwie wieder vom Markt, also so, das ist sehr, sehr fluktuierend. Was ich aber nach diesem Video noch entdeckt habe und was ich euch empfehlen möchte, ist glaube ich auch schon meine dritte Verpackung von Terra Naturi Naturkosmetik, eine Marke, die mich dieses Jahr super überrascht hat. Die hatten auch ein Design-Makeover, genau wie Sante, und bringen ganz viel Neues raus. Aus der Clear-Serie die Peeling-Maske mit Weidenrinde und weißer Tonerde, speziell für unreine, ölige und Mischhaut. Das ist für mich eine super Maske, wenn meine Haut mal wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Die tut was mit eurer Haut, die trocknet schon so ein bisschen aus, aber jetzt nicht so maximal, dass eure Haut dann so quietscht und so unangenehm ist, sondern die reinigt einfach gut aus, aber ist keine so eine klassische Tonerde-Maske. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr besondere Konsistenz. Für 1 Euro kann man es mal ausprobieren, macht mir nicht viel falsch. Die ist nicht beduftet, was ich total angenehm finde. Also man riecht zumindest auch nichts. Es ist tatsächlich aber hinten Parfüm drin. Komisch. Aber ich persönlich finde, man merkt gar nichts von irgendeinem Duft. Und das ist auch was, wenn es in großer Größe gäbe, würde ich es definitiv auch in großer Größe nachkaufen. Ganz zum Schluss die Königsdisziplin, wie immer dekorative Kosmetik. Da muss ich sagen, da freue ich mich super, dass ich 2020 auch ein paar Naturkosmetik-Schätze integrieren konnte, weil ich muss sagen, pflegemäßig bin ich mittlerweile, würde ich sagen, zu 60-80% bei Naturkosmetik. Dekorative Kosmetik, das sind es vielleicht 10%, die ich Naturkosmetik habe, aber ich möchte mich da auch weiter mit auseinandersetzen und habe dementsprechend auch weiter getestet. Einmal wurde dramatischer Zwischenfall Ende 2020 mein geliebtes Altera Fixierspray vom Markt genommen. Warum Altera? Warum? Ich frage jetzt ein letztes Mal. Naja, egal. Und ich war gezwungen, mich nach einer Alternative umzugucken und bin jetzt als erstes bei etwas von Lavera hängen geblieben, was gar nicht dafür bestimmt ist. Das ist aus der auch 2020 neu erschienenen Hydro Sensation Serie das Gesichtspflegespray mit Bioalge und natürlicher Hyaluronsäure. Hier hinten steht drauf,
dass es auch über dem Make-up anwendbar ist und genau dafür verwende ich es. Es ist in dem Sinn kein Fixing Spray, sondern für mich ein Setting Spray, das die verschiedenen Konsistenzen und Produkte auf meinem Gesicht verbinden soll. So sieht es aus und ich finde, es ist sehr ergiebig und wenn man es jetzt mal in Relation setzt, wie teuer das Alterra Fixierspray war, ist es auch nicht teurer, weil das waren einfach deutlich kleinere Flaschen, ich glaube mit 50 Milliliter für 4 Euro und das kostet jetzt, glaube ich, irgendwie 6 Euro. Ich blende euch die Preise ein, ihr wisst ja. Und dafür finde ich es echt okay. Also, und es ist sehr ergiebig. Ich bin jetzt hier. Ich verwende es sicher schon 2-3 Monate ausschließlich, würde ich mal sagen. 2 Monate, denke ich. Und dafür bin ich absolut bereit, es zu zahlen. Ja, also wirklich ein gutes Produkt, wo sich's gelohnt hat, das einfach mal auszuprobieren, das Zweck zu entfremden. Ja, dann möchte ich euch kurz was einblenden. Es war im Sommer im Vegan Beauty Basket auch eine Mascara enthalten und Naturkosmetik-Mascara ist für mich so ein Ding. Finde ich ganz schwierig, bin ich ganz ehrlich, weil ich jemand bin, der eigentlich gern wasserfeste Wimperntusche trägt und ich ganz viele Naturkosmetik-Mascaras gemacht hatte, die nichts gemacht haben, außer meine Wimpern eingefärbt, weil ich habe blonde Wimpern. Kein Schwung, kein Volumen, kein gar nichts. Dann kamen im Sommer die Mascaras von Boho Cosmetics und Gott sei Dank hat mir eine ganz liebe Zuschauerin, weil man da wählen konnte zwischen zwei Varianten, die andere Variante zugeschickt. Es gab eine für Länge und eine für Volumen und ich hatte mich anhand des Bürstchens für die Länge entschieden, obwohl ich eigentlich immer Volumen-Mascaras sonst kaufen würde. Und Gott sei Dank hatte ich dann von ihr auch die Volumen-Variante bekommen. Und die fand ich super, super gut. Das ist die Boho Mascara Gypsy Volume. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Ich fand nicht, dass die arg gebröselt hat. Klar ist es keine wasserfeste Mascara, aber ich habe es mit ihr super gut ausgehalten und war auch echt ein bisschen traurig, dass sie leer gegangen ist. Ich muss auch sagen, die Jungle Mascara, die für Länge, die ich habe ich jetzt noch in Benutzung, die finde ich nicht ganz so gut, weil sie eben nur Länge macht und nicht so schwarz verdichtet. Ich finde ein paar Spinnenbeine ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil ja, also ich bin so hell, ich bin froh, dass irgendwas mein Auge betont und dann darf es da auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Die macht halt eher nur so Länge. Ich finde die auch nicht schlecht. Also für eine Naturkosmetik-Mascara finde ich die im Prinzip auch richtig gut. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, dass die Volumen-Variante mich mehr überzeugt hat. Ob das jetzt ein Nachkaufprodukt wäre, ich weiß nicht. Ich würde mir persönlich tatsächlich nur wasserfeste Wimperntuschen nachkaufen. Genau. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei größeren Investments. Beide getätigt bei Ecoverde. Ich glaube, 2020 mit der Online-Shop, bei dem ich am meisten bestellt habe. Einmal geht es um eine selbst zusammengestellte Palette von Puro Bio Cosmetics. Ja, ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal eine Palette selbst bestückt. Es war eine aufregende Kenntnis, das Ganze. Und ich bin auch noch nicht fertig. Diese Palette kostet 8,89 € und jedes Refill 5,50 €. Ihr könnt die Farben aber auch in richtigen Pfännchen kaufen, also dass sie geschützt sind. Ich muss mal hier kurz abdecken. So sieht meine Palette aus. Ganz toll, Anna. Wenn man sie schüttelt, fällt sie zu, offenbar. Hier ist ein großer Spiegel, aber ich will euch nicht blenden, deswegen halte ich es kurz zu. Das Blau hatte ich ursprünglich für meine Mutter bestellt. Die hat aber sehr ein Problem mit Tränen in den Augen und da hat der bei ihr nicht gut gehalten. Was bei ihr super funktioniert, nur kleiner Einwurf, sind die Lidschattenstifte von Puro Bio. Also da muss ich schon sagen, das ist eine Marke, da will ich definitiv noch mehr ausprobieren, einfach weil ich glaube, dass die sehr, sehr gute dekorative Naturkosmetik machen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir hier 3 Farben in matt ausgesucht, 6 schimmernde und eben die von meiner Mom noch geerbt. Ich muss sagen, ich finde die richtig schön. Sie sind von der Qualität nicht zu vergleichen mit jetzt Anastasia Beverly Hills oder Biatch Cosmetics. Aber sie sind trotzdem richtig gut. Ja? Und dafür, dass es Naturkosmetik ist, also eigentlich will ich das nicht sagen, dafür, dass es Naturkosmetik ist, es sind trotzdem richtig gute Lidschatten. Ich würde sagen, die sind auf einer Stufe mit Essence, mit Catrice und nicht so, wie man ganz oft Drogerie-Naturkosmetik kennt, so okay, es gibt eine hellbeige Farbe und nach zweimal Blinzeln sieht man davon nichts mehr auf dem Lid. Sondern die sind teilweise schon auch richtig intensiv. Also ja, finde ich ganz gut. Sie tragen sich ein bisschen ab auf dem Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem schöne, schöne Farben. Wirklich ein Investment, wo ich denke ich auch noch ein bisschen weitermachen werde. Es gibt auch zum Refill, glaube ich, Blushes, Bronzer, Highlighter, Compact Foundation, Puder, also da könnte man noch einiges mehr reintun in diese Palette, aber mal sehen, was damit dann 2021 passieren wird. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist eine Puder Foundation, denn ich habe irgendwie 2020 geschafft, tatsächlich meinen Frieden mit Puder Foundation zu schließen. Das waren jetzt komische Konsonantenreihungen aneinander.
Ich hatte ja ganz viel ausprobiert, Bare Minerals ausprobiert, kleine Töpfchen von verschiedenen Marken, von Lililolo, von PHB, von Woga Woga, von Annabelle Minerals und habe mich letztlich entschieden, dafür die von Woga Woga nachzukaufen, das Natural Foundation Powder. Ich habe die Farbe Amber. Steht es irgendwo drauf? Nö. Nö, steht's nicht. Naja, okay, auf jeden Fall, ich habe nicht die hellste Farbe, die heißt Petals of Sakura oder so, die hellste Farbe. Und die ist mir zu hell. Also Leute, wenn ihr noch heller seid als ich, da gibt's eine Foundation für euch. Und ich mag diese Foundation super, super gerne. Ich mag dieses natürliche Finish. Ich mag, dass man anpassen kann, wie stark man sie aufträgt. Und ich muss ehrlich sagen, die von Bare Minerals, ich hatte nicht die Originale, sondern die Blemish Rescue Foundation, die ist bei mir immer mal wieder aufgebrochen. Also man hat dann wirklich so Cracks in meinem Make-up im Prinzip gesehen, so Spalten, wo die Foundation nicht mehr saß. Und die trägt sich zwar auch ab, aber sie trägt sich gleichmäßig ab, ja. Und das ist ja schon mal was, muss ich ganz ehrlich sein, ja. Und ich mag es wirklich gern. Ich finde es für den Alltag super angenehmes, schönes Auftragegefühl. Gerade wenn man Good Skin Days, es gibt ja nur Bad Hair Days, wenn man mal Good Skin Days hat. Ja, dann finde ich es auf jeden Fall eine super schöne Foundation. Und Woga Woga finde ich auch so eine spannende Marke, von der ich 2021 gern noch mehr entdecken möchte. So, jetzt sind wir am Ende. Das waren meine Naturkosmetik-Jahresfavoriten für 2020. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht was mitnehmen können. Ich freue mich natürlich auch sehr über eure Empfehlungen. Mein Vorsatz für 2021, es kommt jetzt als nächstes, dann glaube ich mein Vorsatzvideo tatsächlich online, ist natürlich noch mehr auf Naturkosmetik zu achten, in dem Rahmen, wo es für mich möglich ist, wo ich Produkte finde, die für mich auch funktionieren, weil keiner hat was davon, wenn ich ganz viel Naturkosmetik kaufe und die Produkte funktionieren nicht. Aber ich glaube, dieses Video hier ist heute mal wieder der lebende Beweis, dass auch Drogerie-Naturkosmetik echt mithalten kann und echt richtig gut ist. Und das sage ich als jemand, der zu vielen konventionellen Produkten tatsächlich noch einen recht direkten Vergleich hat. Genau. So, ich freue mich von euch zu lesen, ich freue mich über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo und ich hoffe, ihr könnt die ersten Tage von 2021 genießen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Ciao!